und die Welt schaut zu. Ein Land, das in seinem eigenen Blut zu versinken droht. Und zuschauen darf die Welt natürlich nicht. Aber wie helfen? Gibt es überhaupt noch Hoffnung für das geschundene Land? Wir stellen diese Fragen immer wieder, liebe Zuschauer, auch heute in der Phoenix-Runde. Willkommen bei uns. Meine Gäste heute Abend, Sadiq al-Musli, Sie sind Mitglied des oppositionellen syrischen Nationalrats, der auch aus dem Ausland das Regime in Damaskus bekämpft. Christine Hellberg ist bei uns Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Sie lebten 7 Jahre in Damaskus, waren vorübergehend dort sogar die einzige westliche Korrespondentin gewesen. Bei uns ist Dmitri Bogoschelski vom russischen Fernsehsender NTV hier in Berlin und Christian Peter Hanelt, Bertelsmann-Stiftung, Nahost-Experte. Herr al-Musli, bei dem Chaos, das im Moment in Syrien zu herrschen scheint, wissen Sie da überhaupt noch, was in Ihrem Land los ist, was da vor sich geht? Kann man das überhaupt noch überblicken? Natürlich, wenn man tagtäglich mit dem Thema zu tun hat, ist man ja immer aufs Neueste abgedatet. Man bekommt die neuesten Informationen dann auch immer in Echtzeit, könnte man fast sagen, durch Online-Verbindungen. Wenn man sich natürlich einarbeiten möchte, ist es natürlich etwas schwieriger. Aber dadurch, dass wir tagtäglich in der Materie sind, ist es schon möglich. Wir haben dann viele Informationen, eine Fülle an Informationen, wo man auch verifizieren muss. Es ist ja auch nicht alles, was kommt, wirklich ganz genau richtig passiert. Frau Hellberg, selbst wenn das Chaos am größten ist, selbst wenn alles noch so schlimm ist, dann gibt es ja immer dieses Sprichwort Licht am Ende des Tunnels, also dass so doch irgendwie Hoffnung keimt. Gibt es nicht mal das in Syrien? Also das Ende des Tunnels erscheint mir gerade ziemlich düster, aber ich sehe trotzdem viel Licht in Syrien. Denn was wir tagtäglich in den Nachrichten vor allem sehen, sind ja die Kämpfe. Es wird die ganze Zeit von Rebellen geredet, die gegen die Regierungstruppen kämpfen. Gebiete, die in die eine oder andere Hand fallen. Das ist ein Teil dessen, was in Syrien passiert. Der eigentlich wichtigere Teil sind die täglichen Demonstrationen in Syrien, die immer noch friedlich stattfinden. An einem Freitag sind es an 540 Orten kleinere oder größere Demonstrationen. Das sind Menschen, die auch nach 15 Monaten wirklich brutaler Gewalt gegen sie immer noch unbewaffnet auf die Straße gehen und das Ende dieses Regimes fordern. Und diese Menschen haben sich organisiert. Diese Menschen sind vor Ort aktiv. Sie organisieren zum Teil sogar ihr eigenes ziviles Leben. Sie übernehmen teilweise Funktionen, die der Staat hat. Das macht mich sehr zuversichtlich, denn das ist das Aufblühen eigentlich einer Zivilgesellschaft. Kann man eigentlich kaum glauben, wenn man die Bilder täglich aus Syrien sieht. Herr Bogoschelski, man sagt ja, Russland hält den Schlüssel zur Lösung dieses Problems in der Hand. Ist das richtig? Das, denke ich, ist nicht ganz so. Der Schlüssel liegt vermutlich in zwei Händen, bei China auch, wenn ich das so richtig sehe. Natürlich spielt Russland jetzt eine sehr große Rolle. Und ich habe so gelesen, dass die Führung in Moskau ist schon fast entschlossen, das Regime fallen zu lassen, Assad fallen zu lassen. Wenn das so sein wird, da weiß ich nicht, was für ein Chaos dann kommt im Lande. Gut, das wollen wir auf jeden Fall in der Sendung diskutieren, Christian Peter Hanelt. Syrien brennt lichterloh. Hat das das Zeug, den ganzen Nahen Osten oder Teile davon in Brand zu setzen? Also zuerst einmal ist Syrien ja sowieso Brennglas regionaler Konflikte, umgeben von großen Regionalmächten, die Türkei, Iran, Saudi-Arabien, Israel. Gerade diese vier großen Mächte haben große Interessen in Syrien, auch in der Zukunft Syriens. Die Türkei, Saudi-Arabien, Israel wünschen einen Regimewechsel. Iran will das Regime erhalten. Und als zweites sehen wir ja schon bereits eine regionale Dimension. Es hat schon Tote im Libanon gegeben. Es gibt viele syrische Flüchtlinge in der Türkei, in Jordanien. Wir hören immer wieder von großer logistischer und militärischer Unterstützung der iranischen Revolutionsgarden für die syrischen Revolutionsgarden. Das sind alles Anzeichen dafür, dass er eben bereits schon eine regionale Dimension hat. Wie wir es genau bei einer weiteren Zuspitzung des Bürgerkrieges, wie weitere regionale Auswirkungen sein können, das ist sehr schwer einzuschätzen. Also wir haben jetzt schon von Herrn Bogoschelski gehört, möglicherweise wird Russland sich doch überlegen, ob es weiterhin zu Assad hält. Also ein Herrscher, ich sage es mal etwas plakativ, massakriert sein Volk. Wie lange kann er sich damit halten? Das ist ja die Frage.
er hält sich schon viel länger, als wir eigentlich dachten. Ja. Sein Sturz wurde ja schon im Laufe des vergangenen Jahres immer wieder prognostiziert. Ich denke, was ihn eben vor allem hält, ist die Tatsache, dass er sich sicher sein kann, dass die internationale Gemeinschaft nicht militärisch intervenieren wird. Das ist eine Diskussion, die sich im Kreis dreht, seit einem Jahr mit den immer gleichen Argumenten. Das ist Zeitverlust, darüber zu spekulieren. Die USA sind im Wahlkampf, die Europäische Union kämpft mit ihrer Finanzkrise. Russland ist absolut dagegen, deswegen wird es kein Weltsicherheitsratvotum geben. Der Westen versteckt sich auch gerne dahinter. Deswegen eine Militärintervention zu diskutieren, lohnt sich eigentlich nicht. Das Einzige, was sich verändert hat, ist die Grausamkeit in Syrien, die immer weiter gestiegen ist. Und jeder fragt sich, was muss noch passieren, damit wir intervenieren. Die Frage ist, ob die Militärintervention einen Sinn macht. Weil wir haben schon Libyen, wir haben schon Afghanistan, wir haben schon Irak. Also ich vermute, in den USA, klar, das ist der Wahlkampf, aber man überlegt ganz genau, was kommt nach so einer eventuellen Intervention. Und das, vermute ich, ist nicht die Lösung, weil da entsteht immer eine Frage, für mich auf alle Fälle und nicht nur für mich natürlich, was kommt danach? Wer wird im Land regieren? Der Nationalrat außer Syrien ist wunderbar. Aber also das heißt, wer ist im Lande? Wer kann das? Also es ist ja jetzt auch, wie von Frau Helbers skizziert, ja eher unwahrscheinlich, dass es da in nächster Zeit eine militärische Intervention geben wird. Es könnte ja aber auch Machterhaltsbedürfnisse innerhalb des regierenden Systems geben. Könnte man ja sagen, wenn Assad wirklich das Problem ist, dann wird er beseitigt, um damit sich zum Beispiel der ganze syrische Machtapparat, die herrschende Elite dort halten kann. Das gibt es ja häufiger in einem Land. Also das Problem ist ja nicht Assad selbst. Das ist ja, wir wollen die Sache nicht personifizieren. Es liegt ja nicht nur an Assad Person, dass das Regime so arbeitet. Das ist einfach eine Struktur eines Regimes mit einer Infrastruktur im ganzen Land. Wenn wir auch über eine regionale Intervention dieses Regimes auch sprechen, in Libanon oder in anderen Ländern, wissen wir auch, dass dieses Regime über Jahrzehnte sich versucht hat zu etablieren. Und wir sehen jetzt die Ergebnisse. Die Militärintervention, es ist in der Tat auf NATO-Basis ist wahrscheinlich schwierig, aber ich möchte auch dafür plädieren, dass wenn wir nicht in der Lage sind, die syrische Bevölkerung in dieser Art und Weise zu schützen oder zu helfen, dann sollten wir mindestens versuchen, die Opposition auch der Möglichkeit zu geben, sich zu verteidigen. Das kann man auf verschiedenste Art und Weise geben oder machen. Das könnte in versuchen, die Opposition erlauben, sich zu bewaffnen mit, sage ich mal, Qualitätswaffen, wo man auch eventuell sich verteidigen kann dagegen so ein Regime. Wir sprechen nicht über eine Sache, die dann unkoordiniert mit der internationalen Gemeinschaft ablaufen soll. Wir im Internationalen Rat, syrischen Rat, wir wollen gerne. Aber glauben Sie nicht, dass wenn man jetzt die Opposition bewaffnet, dass dann die Gewalt noch mehr eskaliert? Sicherlich könnte es noch mehr eskalieren. Aber sehen wir jetzt eine andere Möglichkeit, das Regime eskaliert und macht mehr Gewalt als je zuvor, ohne dass jetzt dieser Widerstand wirklich da ist? Können wir vielleicht noch mal ganz kurz auf Syrien, vielleicht ist das jetzt auch eine Frage, auf die Sie eh antworten wollten. Dieses System Assad, dieser Machtapparat, was zeichnet den in Syrien besonders aus? Wir wissen, besonders stark, besonders einflussreich ist Militär und Geheimdienst. Die sind ja auch familiär mit der Präsidentenfamilie verbunden. Was ist das Wesen dieses Machtapparates? Genau, also Bashar al-Assad, der heutige Präsident, hat von seinem Vater ein System geerbt, das vor allem auf dem Militär und auf dem Geheimdienst fußt. Außerdem haben sie im Laufe der Jahrzehnte viele Alawiten in hohe Positionen des Machtapparates gebracht, vor allem in führende Positionen im Geheimdienst und im Militär. Alawiten sind eine späte Abspaltung im schiitischen Islam, vereinfacht gesagt. Zu den Alawiten zählen auch die Präsidentenfamilie. Das Problem ist aber, oder das große Missverständnis im Westen ist, dass man denkt, hier kämpft eine sunnitische Mehrheit gegen die alawitische Minderheit. Das ist nicht der Fall. Diese Revolution hat in ihrem Ursprung nach nichts mit Religion zu tun. Was der Fall ist, ist, dass eine von Alawiten mitbestimmte Führungsmacht die Mehrheit der Bevölkerung unterdrückt. Weil die Mehrheit in Syrien 75% Sunniten sind, sind die Mehrheit der Demonstranten Sunniten. Das bedeutet aber nicht, dass zum Beispiel keine Christen auf der Straße wären oder so. Und eigentlich ist das Verhältnis der Menschen, die angstvoll zu Hause sitzen, die mutig auf die Straße gehen oder die immer noch aus persönlichem Interesse zu diesem Regime halten, unter den Christen ähnlich groß wie unter den Sunniten. Aber die Frage ist, wenn es kein religiös motivierter Aufstand ist, was ist dann für ein Aufstand? Das ist die Erhebung eines Volkes gegen die Diktatur. Also der klassische Volksaufstand. Ich glaube, da muss man auch noch mal zurückblicken, Herr Kehler, als der Aufstand angefangen hat.
Das war ein Aufstand wirklich des Volkes gegen das Regime. Der Wunsch nach Freiheit, nach Jobs und nach Teilhabe. Insbesondere in der vernachlässigten, in den vernachlässigten ländlichen Gebieten. So, der Anfang des Aufstandes ist aber gewesen, verbunden mit einem Appell an den Präsidenten Assad, stell dich bei uns an die Spitze und mach mit uns Reformen, so wie in Tunesien und Ägypten. So, er und seine Entourage haben aber diesen Aufruf beantwortet mit einem Krieg gegen das Volk. So, und der ist dann mit dieser Brutalität des Regimes gegen das Volk, ist die Opposition vor die Frage gestellt worden, bewaffnen wir uns selbst oder demonstrieren wir friedlich weiter? Beides ist der Fall. Und ganz kurz zur Erinnerung, nicht so, die Opposition. Und nun ist eben aufgrund des internationalen Unentschlossenheit, wie wir mit Syrien dem Konflikt umgehen wollen, das andere Regime, nämlich das Saudi-Arabien und Katar, bewaffnen über die Türkei die Opposition. Iran oder vielleicht auch aus Russland kommen Waffen für das Regime. Und das macht sozusagen diese ganze Sprengkraft aus. Aber was wichtig ist, und da bin ich auch ein bisschen optimistisch, es handelt sich um 9 Führungsfiguren aus der Familie Assad plus 5 weitere Schlüsselpersonen aus den Geheimdiensten. Syrien ist eine Geheimdienstdiktatur, da gibt es 7 Geheimdienste. Wir haben Bashar al-Assad, umgeben von seinem Schwager, seinem Cousin und seinem jüngeren Bruder, den Maher al-Assad, der die Revolutionsgarden führt. Die anderen beiden führen Geheimdienste. Dann gibt es Rami Makhlouf, sein Cousin, der die ganze Wirtschaft organisiert, sozusagen das Regime mit Geld organisiert. Und dann gibt es Hafez Makhlouf, seinen anderen Cousin, der einen der anderen wichtigen Geheimdienste hat. So, dann kommt die Mutter, seine ältere Schwester und seine Frau. Das ist der Kern des Regimes, also der Regimespitze. Und wenn das ausgewechselt würde, bin ich optimistisch, dass es so viele andere Kräfte in dem Land gibt, die in der Lage sind, einen Übergang Richtung Stabilität und Wandel zu organisieren. Strukturen, Familienstrukturen, Nordkorea kennt man das in einigen anderen Ländern auch. Was hält eigentlich oder weswegen hält Russland so zu Syrien? Ist das eine Art Nostalgie gegenüber der früheren Waffenbrüderschaft Sowjetunion und Syrien zur Zeit des Kalten Krieges? Also ja, erstens hat Russland mit Syrien Verträge und wie man im Auswärtigen Amt sagt, man wird diese Verträge halten, also Pacta sunt servanda sozusagen. Zweitens hat Russland einen Militärstützpunkt in Tartus. Tartus, ja, Entschuldigung. Der einzige an einem warmen Meer gelegen, ganz wichtig genau, auch für deswegen, die militärische Option Russlands. Hat Russland da 2 Schiffe geschickt. Drittens, Russland fühlt sich als betrogen wegen der Geschichte mit Libyen. Und das kann man und darf man nicht vergessen, weil man sagt, ja, okay, sie haben damals so gehandelt, was haben wir letztendlich bekommen? Deswegen ist das ein Argument. Ich verstehe, man kann alles kontra sagen, aber das ist ein Argument in diesem geopolitischen Spiel. Letztendlich ist Putin zurück an die Macht gekommen und er will zeigen, wie der Herr im Hause ist und dass es so weiter mit Russland nicht geht. Ich habe schon erwähnt, dass man überlegt, so habe ich das mitbekommen, man überlegt in Moskau, dass man muss das Regime oder Assad selbst fallen. Sie wissen besser vielleicht, wie er da an die Macht kommen kann. Aber was den Krieg, Bürgerkrieg angeht, es scheint so zu sein, dass es immer mehr zu Religionskrieg wird. Und das, was ich höre und lese, da der religiösen Faktor spielt jetzt immer größere Rolle. Ja. Deswegen. Ich wollte das auch ansprechen. Vielleicht ganz kurz. Also das ist, weil auf diese Frage wollte ich eigentlich hinaus. Aber vielleicht noch eine andere Frage zu Syrien, damit wir das Land auch besser verstehen lernen. Es ist ein arabisches Land, aber in seiner historischen Tradition der letzten Jahrzehnte ja eigentlich ein säkularer Staat. Er hat sich, also gerade jetzt im Bündnis mit der Sowjetunion, früher ja selbst als sozialistisch verstanden. Wie nannte sich das? Panarabischer Sozialismus. Algerien, Libyen, Südjemen und so weiter. Also das heißt, die Speerspitze einer Revolution, die gar nicht arabisch war in ihrem Ursprung. Wie hat dieses Land dieser säkulare Charakter geprägt?
Die Syrer haben schon immer eigentlich so gelebt, dass die für sie die Religion war die Religion wichtig. Man hat sie in der Gesellschaft praktiziert, unter den Familien. Also das war ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Aber es war noch nie so in dieser Art und Weise nach außen, dass man gesagt hat, wir sind ein religiöser Staat. Das haben sie schon damals nicht erlebt. Und danach kam dann das Assad-Regime, hat das noch ein bisschen ins Extreme weiter geleitet. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Bevölkerung oder dass das, was jetzt passiert, in Richtung Religiöses geht. Es ist überall so, wenn man ein Problem hat oder wenn man in bestimmten Schwierigkeiten steckt, dann versucht man, sich an etwas zu halten. Und die Bevölkerung und auch diejenigen, die Oppositionellen und auch die Rebellen, die da sind, die brauchen etwas an sich, wo sie sich dran halten können. Und das ist nun mal in solchen schlechten Momenten, solchen schwierigen Momenten, die Religion. Aber das ist lange nicht, dass das ein religiöser Konflikt ist. Syrien hat schon vor Assad-Regime zusammengelebt. Syrien hat auch, ich spreche jetzt auch die Sache mit den Christen. Es gibt hier auch Orientalisten, die auch dieses Problem ansprechen und sagen, was passiert mit Syrien, wenn Assad weg ist? Dieses säkulare System, dieses säkulare Regime. Syrien hat schon immer zusammengelebt. Christen, Drusen, Aleviten, es gab nie ein Problem. Einer der wichtigsten christlichen Figuren, syrischen Figuren ist Fares Bekelchouri, ist einer, der schon Premierminister zweimal in Syrien gewesen ist, obwohl die Mehrheit so sunnitisch oder muslimisch ist. Eine starke christliche Minderheit, das muss man glaube ich auch sagen, das weiß glaube ich auch nicht jeder. Also Syrien hat eine 10%, das ist ja eine bedeutsame Minderheit. Lass uns noch ganz kurz bei der Machtstrategie oder der Bedeutung Syriens für das ist, glaube ich, wirklich wichtig, die Rolle der Religion gerade. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Ich denke, wir müssen ganz klar unterscheiden zwischen der Rolle der Religion, die wichtig ist, auch bei den Demonstranten. Wir sehen viele Videoclips und ich verfolge das nun wirklich von Anfang an. Und ich nehme sehr wohl wahr, dass die Leute zunehmend Gott anrufen. Warum rufen sie Gott an? Weil sie seit Monaten alle möglichen Leute angerufen haben, die Arabische Liga angerufen, die Vereinten Nationen angerufen haben, die USA, Russland. Die Leute fühlen sich in Syrien komplett alleingelassen, wenn sie unbewaffnet demonstrieren gehen. Das ist ein Ausspruch von persönlicher Hilflosigkeit, wie wenn sie sagen, ach du mein Gott. Ja? Da filmt jemand die Explosion über Homs und sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wir denken, das ist ein Islamist. Mhm. Ist er nicht. Der ist entsetzt. Allahu Akbar bedeutet in diesem Moment, ach du Jemini, oh mein Gott. Dann gibt es aber auf der anderen Seite sehr wohl islamistische Gruppen. Das habe ich gemeint. Genau, und das ist die Entwicklung der letzten Monate, die wir sehen. Klar. Und das ist das große. Es geht Faktor, Religion. Das ist Faktor, die große Krieg, Tragik dieser Revolution, dass sie nach eben diesen ganzen Monaten inzwischen radikale Gruppierungen sieht. Und das ist genau das Spiel, das das Regime spielt. Bashar al-Assad ist äußerst erfolgreich dabei, die Konfessionen gegeneinander aufzuhetzen. Das gelingt ihm extrem gut. Und jetzt kommen die Islamisten, die teilweise von außerhalb kommen. Da kommen Dschihadisten, die kommen aus dem Irak, die werden finanziert von Saudi-Arabien. Die mag es alle geben. Das sind kleine Gruppen, die sich jeglicher Kontrolle entziehen, die das Bild nun dieser Revolution prägen. Das ist aber nicht ganz die Wahrheit, weil es, wie gesagt, ein großes anderes Bild gibt, was wir zurzeit auch. Sie wollen über die Religion jetzt diskutieren, dann diskutieren wir über das Thema Religion im Zusammenhang mit Syrien. Welche Rolle spielt der Islam? Es klang jetzt schon an, aber vielleicht, dass man es nochmal klar macht. Ein Land, das, wie gesagt, verschiedene Religionen, auch christliche Religionen hat, nicht einheitlich religiös geprägt ist. Welche Rolle spielt der Islam in Syrien? Die Mehrheit der syrischen Bevölkerung ist muslimisch, sunnitisch, wenn man das so haben möchte. Aber das war, wie gesagt, noch nie so nach außen getragen worden als eine islamische Republik. Man hört auch vielleicht von solchen Gruppierungen manchmal Zwischenrufe, wir wollen die in die Richtung. Aber die syrische Bevölkerung, wie sie geprägt ist und wie sie auch über die Jahrzehnte schon vor Assad auch ist, war schon immer eine moderate Bevölkerung, die immer alles aufgenommen hat. Wir haben auch in unseren Reihen als Syrer Menschen aufgenommen mit verschiedenen Konfessionen aus verschiedensten Religionen. Sie finden in Syrien Konfessionen, die sie nie in Europa jetzt mittlerweile finden, weil sie auch vor Jahrhunderten Richtung Syrien und auch dieser Umgebung gewandert sind. Und da haben sie auch ihre Sicherheit gefunden. Aber für mich ist es ein ganz wichtiger Aspekt und das möchte ich nochmal hier betonen. Wir wollen natürlich nicht die Sache militarisieren, aber
wir sehen zurzeit keine andere Möglichkeit, als dass man sich verteidigt. Und deswegen kann ich als Syrer oder als Politiker nicht meinem Mitsyrer verweigern oder verwehren, dass er sich verteidigt. Wir sehen eine sogenannte freie syrische Armee, die ja auch, das sind syrische Soldaten, die nicht mehr auf ihre Mitmenschen schießen wollten. Die haben sich zu Gruppierungen gebildet und die haben auf sich genommen, diese Demonstrationen noch mal zu helfen bzw. zu schützen. Wir hören zum Beispiel in den Nachrichten sehr wenig davon jetzt von den Demonstrationen. Wir hören nur da eine Explosion, da ist jemand getötet worden. Aber diese Bewegung, diese friedliche Bewegung ist nach wie vor da. Diese freie syrische Armee ist für mich die einzige Garantie jetzt zur Zeit, die sagt, dass diese Revolution eine friedliche bleibt. Aber wie heterogen ist diese syrische Opposition eigentlich? Herr Kehler, in Syrien gibt es 18 verschiedene religiöse und ethnische Gruppierungen. Ich möchte den Punkt von Frau Hellberg unterstreichen. Die Geheimdienste haben diese religiösen und ethnischen Friktionen geschürt, um besonders bei den Minderheiten Ängste zu schüren. Wenn eine sunnitische Mehrheitsregierung an die Macht kommt, wird es einen Racheakt gegen die Minderheiten geben. Auf dieser Klaviatur spielen die Staatsmedien, spielen die Geheimdienste. Sie haben vorhin von der säkularen Historie Syriens gesprochen. Leider Gottes auch Lavrov, der säkularen Charakter des syrischen Staates gesprochen. Algerien, Ägypten, Syrien, Südjemen, Irak, die früher unter den sowjetischen Einzugsbereich gehörten, waren sozialistische arabische Republiken säkular. Je länger sich diese Präsidenten an der Macht hielten, ihre Diktatur ausgebaut haben, desto mehr haben sie a. die liberalen und säkularen Oppositionskräfte unterdrückt und b. die Muslimbrüder gefördert als eine Art Counterbalance gegen säkulare Opposition im eigenen Land. Um ihre eigene diktatorische Macht zu stärken, haben sie Islamisten gefördert. Und je länger sie an der Macht geblieben sind, desto stärker haben sich diese islamistischen Netzwerke gehalten. Und das ist das Problem. Saddam Hussein weg, Islamisten da. Mubarak weg, Islamisten da. Das ist ein großer Unterschied. Die Islamisten sind unterschiedliche. Muss man unterschiedlich einhaben. Ich möchte nur auf den Faktor hinweisen, Frau Helber, auf den Faktor hinweisen, dass dass islamistische Kräfte durch die säkularen Diktaturen aufgepäppelt worden sind. Und nun sind sie da, einerseits nun als politische gemäßigte Kräfte, und auf der anderen Seite haben wir eben auch islamistischen Terrorismus, mit dem wir zu tun haben. Ja, aber ich will nicht, dass es so aussieht, als ob nur Moskau daran schuld ist. Nein, das habe ich nicht gesagt. Moskau und ganz besonders Herr Lavrov, als er gesagt hat, wenn Assad weg wäre, dann haben wir einen sunnitischen Staat, der extremistisch ist und der alle Nicht-Muslime auch jetzt, sage ich mal, vernichten würde. Das ist natürlich ein Statement von einem Außenminister, was absolut inakzeptabel ist. Ich werde ihm sagen, er hat Unrecht. Ich wollte ganz kurz anschließen, Herr Hanelt gesagt hat, weil wir müssen wenigstens, also das ist, dem schließe ich mich vollkommen an, dass säkulare Diktaturen natürlich indirekt oder direkt, je nach Staat, Islamismus gefördert haben. In Sachen Syrien müssen wir aber ganz klar sagen, dass die Islamisten die am meisten unterdrückten Oppositionellen waren. Die Mehrheit der politischen Gefangenen in Syrien sind vermeintliche oder echte Islamisten. Die Muslimbrüder haben Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre schon einmal den Aufstand geprobt in Syrien. Sie wurden 1982 vernichtend geschlagen in Hama. Das Problem ist, dass das syrische Regime den Islam insgesamt bekämpft hat. Und das führt natürlich nur dazu, dass vielleicht einzelne Gruppen oder Prediger von außen Einfluss haben, die dann irgendwie Islamismus predigen. Aber die Mehrheit der Sunniten in Syrien, ganz kurz zu dem, was Herr Musli gesagt hat, die Mehrheit der Sunniten in Syrien, wie ich sie kennengelernt habe, 7 Jahre lang, sind wertkonservativ, aber liberal und weltoffen nach außen. Das sind Händler. Das syrische Volk ist ein Handelsvolk. Gut. Es war schon immer offen für andere Kulturen. Vielleicht soll man eine Sache noch erklären. Der Islam besteht ja im Wesentlichen aus zwei religiösen Richtungen, den Sunniten, den Schiiten, haben wir schon drüber gesprochen. Die Schiiten sind im Wesentlichen im Iran, Teil des Irak und so in der Peripherie dieser beiden Länder beheimatet. Die meisten anderen Muslime sind Sunniten, auch eine Mehrheit in Syrien. Wenn die Gefahr jetzt besteht, dass sozusagen die 70% Sunniten dort die Macht ergreifen, dann wird das der Iran als das schiitische Land möglicherweise als Kampfansage auffassen. Ist auch das Verhalten des Iran gegen in dem Syrien-Konflikt dadurch zu erklären, dass man Assad stützt, damit nicht
die Sunniten an die Macht kommen? Also es gibt aber so einen Standpunkt. Dann, wir dürfen nicht vergessen, dass in Syrien sehr viele Kurden leben. Mhm. Und das Problem wird Türkei sehr stark, wie soll ich sagen, beeinflussen. Ja. Oder Türkei wird sich viel mehr dann einmischen in diesen Konflikt. Das Problem ist auch, finde ich, dass Syrien ist jetzt ein kleines Stück auf diesem riesengroßen Schachbrett geworden wieder, wo andere Kräfte das Spiel ausspielen. Die Sauditen spielen da eine bestimmte Rolle, wie Sie wissen. Und für mich ist es eine Frage, inwieweit ist die Information, die wir aus Syrien bekommen, ich meine so in Massmedien, dass diese Soldaten, die da kämpfen, die von dieser Freiheitsarmee Syriens, Freien Syrischen Armee, Entschuldigung, es gibt auch Gruppen, die aus anderen Ländern nach Syrien kommen. Ist das eine Art Stellvertreterkrieg zwischen den führenden islamischen Ländern Saudi-Arabien und Iran? Libanon, Syrien, Irak und Bahrain sind Schnittstellen der großen Konfliktlinie zwischen Iran und Saudi-Arabien. Wo es eben, wer ist die größte Regionalmacht in der Golfregion, Iran oder Saudi-Arabien? Und es werden Stellvertreterkonflikte in diesen vier Ländern, Libanon, Syrien, Bahrain und Irak, geführt. Und das hat auch eine religiöse Dimension. Der iranische Religionsführer sieht sich als die Figur des schiitischen Islam. Und das saudische Königshaus sieht sich eben nicht nur in seiner Rolle als Beschützer der heiligen Stätten des Islam, Mekka und Medina, sondern eben halt auch als Speerspitze des wahren Sunnitentums, den sie Wahhabismus nennen. Das heißt, diese atomare Aufrüstung Irans gilt weniger Israel als vielmehr Saudi-Arabien? Um sich da zu behaupten, wird da quasi eine Nebelkerze geworfen in dieser ganzen Diskussion? So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich würde auch noch mal gerne darauf hinweisen, dass das enge strategische Bündnis zwischen Iran und Syrien weniger aus meiner Sicht mit Religion zu tun hat, sondern wirklich mit ganz handfesten Machtinteressen. Das ist die gemeinsame Gegnerschaft gegenüber Israel, die in Syrien den berechtigten Grund hat, dass der Golan noch immer besetzt ist von Israelis. Der gehört zu Syrien offiziell. Und wir sehen diesen schiitischen Halbmond, den Herr Hanet angedeutet hat, vom Iran über Irak, der jetzt schiitisch regiert wird, über Syrien, wo die Assad-Regierung sichergestellt hat, dass die Nachschubwege zwischen Libanon, nämlich der Hisbollah im Libanon, die Mehrheit der libanesischen Bevölkerung ist auch schiitisch, dass dieser Nachschubweg durch Syrien hindurch immer fließt. Diese schiitische Achse droht nun aufzubrechen, wenn das Assad-Regime stürzt. Nicht, weil das Schiiten sind. Wenn da jetzt ein säkulares, linkes, anti-israelisches Regime käme, das weiterhin den Nachschub zu Hisbollah sicherstellt, hätte Iran, glaube ich, kein Problem damit. Das ist jetzt aus meiner Sicht weniger eine religiöse Dimension, gerade im Verhältnis Iran und Syrien. Das heißt, aber auch für mich vielleicht ein ganz kurzer Satz. So, die syrische Bevölkerung ist nicht auf die Straße gegangen, weil der Iran Assad unterstützt. Oder nicht, weil Assad Alevit ist. Oder nicht, weil sie was gegen die Schiiten haben. Die syrische Bevölkerung ist auf die Straße gegangen, weil sie was gegen die Diktatur haben. Sie haben die Nase voll nach 40 Jahren, ja sogar 50 Jahren Diktatur, unzählige Menschen, die getötet worden sind, auch schon vor 1980, wo die Muslimbrüder auch mit ins Spiel kamen. Und auch seit Jahrzehnten gibt es Menschen, wo wir nicht wissen, wo sie sind. Die religiöse Frage kommt jetzt erst, wird erst jetzt aufgeworfen, wo man anfängt, dann auch in diese Richtung zu argumentieren. Aber wir müssen eine Sache nicht vergessen. Syrien ist ein wichtiger Partner in diesem Ort. Das heißt, die Saudis oder die Golfländer haben jetzt auch erkannt, dass in dem Moment, wo wir jetzt in Syrien auch agieren und die Bevölkerung unterstützen, dann arbeiten wir auch gegen iranische Interessen. Mhm. Das ist ein zufälliger Befund, möchte ich sagen. Aber das bedeutet gar nicht, dass die Syrer das auch so hinnehmen, wie es dann kommt von Ausland. Was hat denn der Konflikt mit der Tatsache zu tun, dass Syrien ja auch ein wichtiges Land bei der Lösung, mag man kaum den Mund zu nehmen, das Wort Lösung, des Nahostkonfliktes spielt? Es ist ja so, Sie haben ja selbst gesagt, die Golanhöhen sind immer noch von Israel besetzt. Syrien ist ein direkter Frontstaat zu Israel. In welche Bedeutung hat das in diesem Zusammenhang, dass Syrien eigentlich auch gebraucht wird, um irgendwann mal zu einer friedlichen Lösung zu kommen? Also Israel und Syrien sind sich bis auf Millimeter
dran gewesen bei Geheimverhandlungen, sei es in Genf, überall, was man mit dem Golan machen soll. Also es gibt wirklich eine Lösung für die Golanfrage, die Israelis oder israelische und syrische Intellektuelle ausgearbeitet haben, die man sogar offiziell und inoffiziell verhandelt hat, die Amerikaner gesponsert haben. In Europa wurden viele Diskussionen geführt. Ich glaube, dass auch eine neue syrische Regierung an diese Sachen wieder anknüpfen kann und anknüpfen will. Also ich habe neulich auch diskutiert mit jungen Israelis über den arabischen Frühling. Und da sind eigentlich alle aufgestanden und haben gesagt, die internationale Gemeinschaft muss eingreifen und dem syrischen Volk helfen. Ja? Also es gibt ja auch mehr Stimmen auch aus der israelischen Regierung, die nicht so laut, aber doch schon sagen, also mit dem Assad-Regime kann es in diesem Land keine Zukunft geben. Auch wenn sie Angst haben vor einem instabilen Syrien. Ja. Also wie alle anderen Nachbarn auch. Die Lösung des israelisch-syrischen Konfliktes halte ich auch mit einem neuen Syrien für machbar. Assad hat immer wieder davor zurückgeschreckt, dann doch auch den letzten Weg zu gehen, weil er sich immer wieder eine Karte aufhalten wollte, auch Konfliktstaat mit Israel zu sein. Ja? Möglichst viele Karten in der Hand zu haben, um wichtig zu sein. Aber im Endeffekt hat Israel die Chance verpasst, mit Assad diesen Frieden zu schließen. Mhm. Assad hat nicht auf den Zugang zum See Genezareth verzichten wollen, aus gutem Grund, weil das eben das Hauptwasserreservoir ist, das Golan. Das geht es in die Details. Aber ich denke, so nah, wie sie sich schon einmal waren, im Jahr 2000, kurz bevor Hafez al-Assad starb, dann im Juni, so nah konnten die Israelis dem nicht kommen. Und es könnte ein Moment kommen in der Zukunft, an dem Israel es bereut, damals nicht den Frieden gemacht zu haben. Denn wenn eine Mehrheitsregierung, wenn wir Demokratie haben in der arabischen Welt, wird erstmal die Stimmung und die Akzeptanz Israels nicht besser werden. Es gab, es gibt noch eine andere Meinung von Israelis, habe ich gehört. Wie auch schlimm das Regime von Assad ist und war, Syrien war für Israel ein sehr gut bekannter Mitspieler, Gegenspieler, der war ziemlich stabil. Und wer kommt statt Assad? Was wird aus diesem neuen Syrien werden? Wer wird an die Macht kommen? Das ist die Meinung. Das ist so wie die Sichtweise gegenüber Ägypten, wo man auch nicht wusste, was aus dem und kalten Frieden zwischen Israel und Ägypten. Was haben wir jetzt in Ägypten bekommen? Das ist wohl richtig, dass auf dem Golan nach dem Friedensvertrag von 1974 keine Patrone gefallen wurde. Aber Syrien und Israel haben ihren weiteren Konflikt im Libanon ausgetragen. Denn alle Kriege im Libanon waren auch in erster Linie Stellvertreterkriege zwischen Israel und Syrien. Das heißt, Israel hat ein Interesse an einer stabilen Regierung in Israel, daran, dass das erste Interesse jetzt an einem Regime-Change in Syrien hat Israel daran, den iranischen Einfluss vom Mittelmeer zurückzudrängen. Das ist das oberste israelische Interesse. Das zweite ist, eine stabile Regierung in Israel zu haben, mit der man nicht nur die Golanfrage, sondern insbesondere die Hisbollah-Frage klären kann, damit im Norden Ruhe ist. Und ich glaube, dass wenn jetzt der syrische Nationalkongress, gesetzt wir mal den Fall, die Regierung in Syrien übernehmen würde und Außenpolitik betreiben würde, würden sie dann eine konstruktivere, regionale Rolle spielen. Darf ich das mal kurz aufnehmen? Das ist Libanon, haben Sie genannt, da ist die Hisbollah, eine schiitische Miliz, die der eigentliche Machtfaktor in diesem Land ist, ist die mächtigste Organisation. Mhm. Wir haben Syrien, wir haben den Iran, wir haben so eine Art, ja, wenn man sich das auf der Landkarte ansieht, so eine Art schiitischen Korridor von Teheran bis zum Mittelmeer. Ich hatte Sie ja vorhin gefragt, ob Russland den Schlüssel zur Lösung in der Hand hält. Hält ihn nicht doch Iran in der Hand bei dem Syrien-Konflikt? Iran spielt eine sehr wichtige Rolle dabei. Denn wenn wir jetzt die unterstützende Rolle des Irans einfach wegdenken, wäre Assad schon längst gefallen. Denn Russland hat vielleicht die Möglichkeit, auch das auf dem Boden zu unterstützen. Aber nicht in diesem Ausmaß, wie jetzt eigentlich vom Iran und von Hezbollah passiert. Denn wir wissen jetzt auch, dass gegen die Rebellen bzw. gegen die Demonstrationen auch Menschen, Männer aus dem Iran und aus dem Libanon mitmischen. Und das wissen wir mit Sicherheit mittlerweile. Aber für mich ist es auch eine Sache, egal wer danach kommt, wir können nicht sagen, weil wir Angst haben vor jemandem oder vor einer Regierung, dass wir das doch dann in Kauf nehmen, dass wir so lange Menschen töten lassen. Sei es auch in Ägypten, wenn jetzt die Muslimbrüder an die Macht kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 80 Millionen Ägypter jetzt auf einmal alle Muslimbrüder wählen. Aber wenn die Muslimbrüder dann in der Regierung sind und sie sind nicht in der Lage, das Land zu regieren, dann werden sie abgewählt. Und das ist die Demokratie, die wir haben wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Ägypter jetzt oder dass die Mehrheit der Ägypter nur daran denkt, ich möchte einen islamischen Staat oder ich möchte jetzt gegen Israel kämpfen. Ich möchte
Arbeitsplatz haben, ich möchte gut leben. Das ist das, was die Bevölkerung in diesem Ort haben wollen. Und das erinnert mich an eine Sache, die eigentlich immer wieder gesagt worden ist, ganz besonders als die ägyptische Revolution angefangen hat. Das Erste, was man gesagt hat, Gottesstaat oder Demokratie. So nach dem Motto, jetzt, oder Mubarak. Also nach dem Motto, jetzt, wenn Mubarak weggeht, dann kommt der Gottesstaat direkt. Und das ist einfach schlicht und einfach falsch. Wir haben in Europa und in der sogenannten westlichen Welt unsere Hausaufgaben nicht richtig gemacht. Deswegen ging es dann in Tunesien in einer Zeit, wo man das überhaupt nicht erwartet hat. Und so geht es auch in den weiteren arabischen Ländern. Ich sage nur einfach, lassen Sie bitte die Bevölkerung, also nicht Sie persönlich, sondern wir alle, lassen wir die Bevölkerung einfach wählen, wenn sie wollen. Aber von Wahlen, von Freien ist man in Syrien ja noch weit entfernt. Ja. Das ist ja das Naheliegende, zu verhindern, dass es zu einem richtigen Bürgerkrieg kommt. Es ist ja im Prinzip schon einer, also dass es wirklich ein Blutbad wird. Was ist da zu tun? Es gibt verschiedene Vorschläge, es fiel ja auch die Opposition zu bewaffnen, damit man mit gleichen Waffen kämpfen kann. Ist das eine Möglichkeit? Ich würde gerne einen Satz zum Thema Bürgerkrieg sagen. Die Definition dessen, was in Syrien stattfindet als Bürgerkrieg, ist genau das, was sich das Regime wünscht. Wer auch immer diesen Konflikt als Bürgerkrieg bezeichnet, hilft dem Regime. Richtig. Denn wenn wir da einen Bürgerkrieg haben, dann lassen da alle Mächte die Finger davon. Dann schlagen sich da die Syrer gegenseitig die Köpfe ein und da können wir dann sowieso nichts mehr machen. Das ist nicht der Fall. Wir haben nach wie vor ein sehr gewalttätiges Regime, das gegen Demonstranten vorgeht. Wir haben Rebellen, die sich wehren. Das ist, haben wir jetzt hinlänglich diskutiert. Was kann man tun? Meiner Meinung nach, internationale Militärintervention wird es nicht geben. Ich bin aus zwei syrischen Gründen dagegen. Nämlich erstens werden wir sehr viel mehr zivile Opfer sehen, wenn das Ganze ein internationaler Konflikt wird, nämlich in die Hunderttausende und nicht mehr in die Zehntausende. Mhm. Und zweitens, jede Regierung, die dort an die Macht kommt, durch US-Bombardements, der fehlt es erstmal an Legitimität, erst recht in Syrien, wo der Westen so viel Glaubwürdigkeit verspielt hat in den letzten 10 Jahren. Die Syrer wollen nicht, dass der Westen einmarschiert. Selbst die Oppositionellen wollen Hilfe von außen, aber sie wollen nicht amerikanische westliche Soldaten auf syrischem Boden. Die Frage war ja nach der Lösung. Genau. Also Bewaffnung der Opposition. Bewaffnung der Opposition. Mit syrischen Händen. Genau. Die Lösung liegt wirklich in den Händen der Syrer. Und die internationale Gemeinschaft kann den Syrern helfen, die Lösung zu finden. Und jetzt besteht auch die Chance, das zu erreichen. Wenn wir jetzt weiterhin noch außen bleiben und nicht auch die Opposition erlauben, sich zu verteidigen oder auch wirklich aktiv zu werden, dann werden wir womöglich, könnte es sein, auch noch weitere extremistische Gruppierungen haben. Ich als Syrer möchte das auch gar nicht haben. Die Frage ist ja, ob ein Waffengang wirklich das Wünschenswerte ist. Sehen Sie denn die Möglichkeit, dass sich Obama und Putin haben sich ja jetzt in Los Cabos weit weg von Syrien über das Thema unterhalten, fordern wie immer auf, die Kämpfe einzustellen. Sehen Sie die Möglichkeit, dass sich beide so einigen? Denn eigentlich könnten ja nur die Autorität der USA und Russlands gemeinsam dieses Blutvergießen in Syrien beenden. Ich denke teilweise, aber wie es schon erwähnt wurde, bis November wird USA vermutlich nichts unternehmen, was da zu Militärintervention. Ich meine jetzt gar nicht, es könnte ja auch ein Versuch sein, ein Versuch. Moskau unternimmt auch Versuche. Man hat vorgeschlagen, eine Syrien-Konferenz anzuberufen. Nach Moskau, glaube ich, ne? Ja, nach Moskau. Man hat vorgeschlagen, Iran an den Tisch einzuladen. Was hat die Opposition gesagt in Syrien? Nein, um Gottes Willen, kein Iran am Verhandlungstisch. Und die USA wollten, glaube ich, auch Iran nicht am Verhandlungstisch. Wenn man ein Problem lösen will, dann löst man. Wenn nicht, dann beruft er eine Konferenz oder bildet eine Kommission. Aber wie auch immer, ich finde, wenn Iran so eine große Rolle in diesem Konflikt spielt, dann muss man alle Kräfte an den Tisch ziehen, um den Frieden herauszuverhandeln, wenn Sie so wollen. Gerade in den letzten 2 Tagen haben ja in Moskau die vierte Runde der Atomgespräche mit dem Iran, und den 5 UN-Sicherheitsratskräften und Deutschland stattgefunden. Und die Iraner wollten bei diesen Verhandlungen auch über Syrien reden. Das ist interessant. Ich glaube auch, dass das Spektrum politischer Möglichkeiten, um Druck auf das Regime auszuüben und den Krieg in Syrien zu beenden, noch gar nicht ausgereizt ist. Nein. Ich glaube, dass der Schlüssel des Konflikts doch mehr und mehr wirklich in Moskau liegt und nicht in Teheran. Viele Syrer, mit denen ich in den letzten 2 Wochen gesprochen habe, haben zu mir als allererstes gesagt, Putin, Putin, Putin. Das heißt, Assad muss auch von der russischen Regierung, vom Kreml hören, es ist mit der Art der Herrschaft mit dir vorbei.
wir wollen ein neues Syrien und wir wollen dort auch mitwirken in dem neuen Syrien. Also aber ohne Assad. Das heißt, die russische Regierung muss das auch wirklich dem Assad sagen. So wie der Westen ist ja schon mehrmals gesagt. Der Westen hat aufgehört, darüber zu reden, um quasi Moskau entgegenzukommen. Denn die Vorbehalte des Kremls sind ja immer gewesen, in allen UN-Resolutionen steht versteckt drin Regime-Change. Den wollen wir nicht haben. Vielleicht versucht man sich jetzt sozusagen rhetorisch anzunähern. Aber Russland muss doch verstehen, dass wenn es seine Interessen in Syrien wahren möchte, dass es dann Assad fallen lassen muss. Da die Zukunft muss Syrien Russland nicht irgendwelche Garantien haben. Ja, genau. Welchen Preis? Was ist der Preis? Die Garantien, dass die Interessen auch in Zukunft gewahrt werden, indem zum Beispiel der Nationalrat sagt... Aber Herr Bogoschewski, was ist der Preis, dass Russland da einlenkt? Was wird Russland fordern? Um Assad fallen zu lassen. Zum Beispiel US-Raketenabwehrschirm in Europa. Das wäre was, wo die USA deutlich zugehen. Also Sie haben Sie hat das vom Mund genommen. Ja. Nein, ist ja gut, aber gut, zählen Sie auf, was fordert Russland als Preis, um Assad fallen zu lassen. Was da ganz oben überlegt wird, weiß ich nicht. Aber ich vermute, man will Raketenschutz, Raketenschild irgendwie besprechen im Rahmen dieser Lösung. Also die NATO-Raketenabwehr, die aus Europa installiert werden soll. Ja. Dann Tartus-Stützpunkt, was passiert mit dem? Und Russland will sich als weiterhin ein großer Spieler in diesem großen geopolitischen Spiel fühlen. Und so, im Nahost, klar, sein. Welche Garantien noch? Das weiß ich nicht. Ist schwer zu sagen. Wenn Russland ein wenig, sage ich mal, zurückdenken könnte oder auch in die Zukunft schauen könnte, dann wird auch jetzt Russland wissen, ich werde jetzt nicht so ganz diplomatisch sprechen, und zwar, dass Russland muss eigentlich mittlerweile wissen, dass es sich jegliche Glaubwürdigkeit oder überhaupt eine Akzeptanz durch die syrische Bevölkerung verspielt hat. 15 Monate dann einfach ein Regime zu unterstützen, der jetzt mittlerweile 16.000 Menschen getötet hat, das sind die Zahlen, die wir kennen. Ich kann jetzt als Opposition Garantien geben, was ich will. Ich werde jetzt garantieren, dass Tartus da bleibt und auch sonst irgendwas. Aber wenn wir nachher eine Demokratie haben und die Bevölkerung sich dagegen entscheidet, wird sich dann Russland auch da an ihrer Grenze zurückgedrängt. Wir müssen einfach denken, dass Russland in diesem Konflikt sich dermaßen falsch verhalten hat, dass sie auch durchaus in der Zukunft wirklich jetzt genauer überlegen muss, damit sie wieder die syrische Bevölkerung gewinnt. Und jetzt gehe ich wieder auf die diplomatische Schiene und sage, wir glauben immer noch an eine politische Lösung, wo auch vielleicht Russland in der Lage wäre, jetzt zu sagen und klipp und klar sagen würde, Assad muss jetzt weg. Und dann wird auch Iran dadurch auch geschwächt. Wir wollen nicht unbedingt das Ganze auf einer militärischen Schiene, aber wir wollen unsere Bevölkerung schützen. Aber wenn wir von politischer Lösung reden, müssen wir über die UNO-Mission reden, die gerade ausgesetzt wurde. Ja. Und ich meine, die UNO lässt sich vorführen in Syrien. Wir haben 300 unbewaffnete Beobachter. Der Golan hat 1035 bewaffnete UNO-Beobachter. Helme, Blauhelme, vor der libanesischen Undorf auf dem syrischen Golan, der ist 70 Kilometer lang. Und das ganze Land, da haben sie 300 Unbewaffnete. Die fahren von Massaker zu Massaker. Sie sind von Massaker zu Massaker gefahren. Und sie wurden gehindert daran zuletzt von Regimeanhängern. Es gibt ein Video, das genau zeigt, wie sie daran gehindert wurden, nach Al-Hafa zu kommen. Pro-Assad-Leute demonstriert, auf die UN-Autos geklettert, rumgehüpft, sie sind abgedreht. Solange das passiert, solange die UNO-Mission scheitert an einer Horde von Pro-Assad-Demonstranten, um überhaupt in einen Ort zu kommen, ist das lächerlich. Wir brauchen eine Aufstockung der Mission, wir brauchen womöglich eine Bewaffnung und wir brauchen dringend humanitäre Hilfe. Und wir haben Hilfe. Für diese Dinge, die Sie hier erwähnen, haben wir den UNO-Sicherheitsrat, da sind die USA, Russland, China, Frankreich, England, viele andere drin, die das eigentlich machen könnten, im Moment aber nicht machen wollen. Möglicherweise, liebe Zuschauer, auch eine, hier sind wir, auch eine der Ursachen für die Misere, die furchtbare Misere in Syrien. Wir werden das weiter beobachten. Bleiben Sie bei Phoenix.